Na, hier hat sich das meiste Wasser schon wieder verkrümelt. Aber ja, an die Zwergenleichen kommt man nicht mehr ran. Ich würde sagen, deswegen versiegeln wir jetzt die Tunnel. Dogbone-Helm hat er kreiert, auch gut. So, fluten wir die Höhlen, auf dass kein Monster mehr uns belästigen kann. Ja, wir haben halt verdammt viele Tote zu beklagen jetzt, die wir alle erstmal beerdigen müssen. Oh, selbst der X-Bow ist gestorben. Ja, wir haben leere Särge hier, weil es für die Leichen einfach, weil wir die Leichen nicht bergen können.
So, ich bereite jetzt wirklich alles Mögliche vor, um das Wort zu fluten. Und wir haben Frühling. Advanced Options. Oh, ich kann. Seit wann sind die da drin? Die sehe ich jetzt zum ersten Mal, muss ich zugeben. Oh, der Siege ist vorbei. Sind sie weg? Ja, sie sind weg. Bis auf einen. Ah, der läuft gerade. Okay. So, dann channeln wir hier mal ordentlich fleißig. Platzieren hier die letzten Särge. Eins, zwei, drei, vier Särge bleiben auf jeden Fall leer. Jetzt werfen die Kinder Tantrums. Auch nicht so gut.
Ah, so wie es aussieht, sind wir jetzt doch langsam durch mit den Leichen. Da ist einer drin, die sind alle frei. Ja. So, dann bleibt es nur eins zu tun, nämlich das Ding zu fluten. Wir fangen am besten schon mal damit an, hier den Keller zu fluten. So, die kriegen eine Einser-Priority, dass die als erstes gemacht werden. Okay, eine Öffnung reicht auch, um ganz langsam zu fluten. Bin mal gespannt, ob das Wasser durch die Tür fließt. Glück, dass es keine Zwerge gerade erwischt, die in irgendwelchen Käfigen stecken. Aber ja, so wie das gerade aussieht. So, das Wasser wird erstmal nach unten fließen. Und hier wirklich alles fluten. Guck mal, wie weit sich das Wasser hier schon ausgebreitet hat. Oh, wir haben hier schon Durchbruch.
So, das heißt, unsere Kanäle sind frei, um alles zu überfluten. So, der wurde wohl auch mitgerissen und ist gerade ertränkt. Tja, dann war es das also mit unserem Fort. Es wird jetzt geflutet, damit keine Goblins sich hier einnisten können. Wir können nur noch eins machen. Abandon Fort Westruin. Abandon. Your settlement has been abandoned. Save this timeline. So, und das war's mit unserem ersten Fort in Dwarf Fortress der Steam-Version. Ich werde jetzt diese Welt deleten. Erst werde ich das Spiel deleten. So. Dann werde ich die Welt deleten. Jetzt sind wir wieder komplett clean. Ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen warten, bis ein oder zwei Patches draußen sind. Weil so gut die Steam-Version auch ist bis jetzt, es fehlen wirklich rudimentäre Funktionen. Einmal, dass man seinen Crossbows sagen kann, dass sie beim Training nur Holzbolzen verwenden sollen. Dann ganz wichtig, der Alarm fehlt. Dann Friedhöfe, glaube ich, habe ich früher machen können, wo ich einfach eine ganze Area als Grab designiert habe und da alle dann enttombt wurden, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ein bisschen Performance-Zeug noch. Und AI-Zeug, dass sie Barrows beachten, wirklich. Dass die Kinder nicht mehr draußen spielen. Ja, solche Sachen fehlen halt einfach noch. Deswegen warten wir jetzt ein, zwei Patches. Ich guck, was so gepatcht wird und dann starten wir ins nächste vor. Solange gibt es erstmal eine Pause. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht. Ich hoffe, euch hat das erste Fort schon mal Spaß gemacht und euch einen Eindruck verschafft. Ich meine, wir haben jetzt 105 Folgen darin verbracht.
Das sind. Dreißig, 35 Stunden plus, weil ja eine Aufnahmesession meistens länger geht als eine Stunde. Also ich würde so 36, 37 Stunden sagen. Was schon mal ein guter Anfang für das erste Vor in der Steam-Version ist. Mal gucken, wie lange dann das nächste hält. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen dieser Staffel. Wünsche euch ein herzliches Hi-Ho. Und wir sehen uns in der nächsten Staffel oder bei anderen Projekten. Also, bis dann.